Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei XTB und dem Live-Trading. Ich freue mich, dass ihr da seid. Es ist ja spannend wie eh und je. Wir können es ja nicht anders sagen. Es macht so viel Spaß im Moment auf die Märkte zu gucken. Nicht unbedingt jeden Trade. Manchmal denkt man sich auch, man, hättest du das nicht anders machen können. Aber das gehört für uns Trader mit einfach dazu. Also, das sollten wir nicht überbewerten, wenn der Markt dann doch mal ein bisschen anders reagiert, als wir uns das idealerweise gewünscht haben. Das Schöne ist aber, dass das alles nicht die letzten Chancen sind. Es gibt immer wieder eine Möglichkeit, nochmal wieder da was rauszulesen, nochmal wieder irgendein Trade zu machen, etwas umzusetzen. Wie das geht, das wollen wir uns heute mal angucken. Möglichst nicht nur theoretisch, sondern idealerweise mit ganz vielen Trading-Ideen, mit der Umsetzung. Ob uns das gelingt, werden wir dann sehen. Aber ein paar Ideen lassen sich vielleicht finden. Die können wir dann ja ansprechen. So, deshalb schön, dass ihr da seid. Bevor wir aber loslegen, nochmal ein Risikohinweis. Das ist ja immer ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Traden beinhaltet Risiken. Wer selber schon tradet, der weiß das. Der hat das schon mitgekriegt. Wahnsinnig viele verlieren Geld beim Handel. Das ist doof. Das ist schade. Das liegt aber nicht daran, dass die Börse so unfair ist oder dass man das nicht machen kann oder dass es unmöglich ist, da Geld zu verdienen als Kleinanleger auch. Das ist ja hier die Betonung auf die Kleinanleger oder die kleineren, also jetzt nicht die ganz großen Marktspieler. Das ist nicht unbedingt das Problem, sondern häufig ist es einfach, dass man nicht so genau weiß, was man da tut und dann denkt, ah, es muss doch jetzt einfach, ich habe da mal irgendwas Schlaues gelesen und jetzt wissen wir doch, was als nächstes passiert. Ganz so einfach ist es nicht. Man muss da schon sich ein bisschen mehr einarbeiten, wie in jedem anderen Beruf auch. Einige sagen, es ist ja ein Beruf, muss man ja lernen, richtig, aber man kann es eben auch lernen wie jeden anderen Beruf. Es ist also kein Hexenwerk, was wir da tun, sondern es sind halt ein paar wichtige Aufgaben, ein paar wichtige Regeln, die wir beachten müssen. Wir wollen das hier tun. Im Live-Trading werde ich immer wieder auch auf genau diese Sachen ansprechen oder darauf ansprechen, darauf eingehen, wie man das macht mit dem Risiken, dass es einigermaßen überschaubar ist. Ja, Risiken können wir nicht komplett ausschließen. Aber dass wir sagen, naja gut, wir müssen nicht schlimm drunter leiden. Es ist jetzt nicht gleich Katastrophe, wenn wir mal falsch liegen, sondern halt eins von vielen Ereignissen und dementsprechend ist es dann auch überlebbar. Wie wir das praktisch machen, gucken wir uns natürlich gleich an. Praxis ist auch ein weiteres Thema. Ich bin ja aktiver Händler, das heißt, ich stelle selber immer wieder Orders ein. Für uns, für unsere Kunden und dementsprechend kann es sein, dass wir einen Interessenskonflikt haben oder ich jetzt ganz konkret, dass ich vielleicht, wenn wir gleich auf den Live-Markt gucken, dann vielleicht sage, moah, ich glaube, dass der Kurs steigt und man selber dann den Eindruck hat, ja, das sagt er doch nur, weil er schon long ist. Es kann sein, dass das meine Motivation ist. Ich werde es aber versuchen, möglichst neutral darzustellen. Ihr werdet das an meiner Ausführung dann auch erklären, denn es gibt immer mehrere Seiten, mehrere Größenkategorien, Zeitebenen, wie man es auch immer sagen will, auf denen man seine Trades planen kann. Damit ihr das aber besser nachvollzieht, wollen wir uns das am Chart gleich angucken. So, ansonsten der Hinweis nochmal einmal dazu. Ihr könnt alles das, was wir jetzt hier angucken, auf verschiedene Märkte und auch auf verschiedene Zeiten anwenden. Also fühlt euch jetzt nicht gestresst. Oh Gott, das hat er jetzt im 5-Minuten-Chart. Ich gehe mit euch vorzugsweise, es sei denn, ihr wünscht euch was anderes, jetzt nicht die ganz großen Zeitebenen durch. Es soll ja ein Live-Trading sein. Und wenn wir jetzt ein Live-Trading machen mit Trades, die dann in 5 Monaten ein Ziel sind vielleicht, dann ist da vielleicht der Lerneffekt nicht ganz so groß. Obwohl ich euch auch durchaus empfehlen kann, auch zumindest mal längerfristige Trades zu machen. Ja, also das ist nicht unbedingt das Thema. Und wer jetzt zu Recht fragt, ja, aber im Moment bei CFDs, das kostet dann doch immer. Ja, man kann aber bei XTB auch echte Aktien halten, wo man dann sagt, okay, da haben wir dann das Problem mit dem Haltedauern und den Gebühren dafür dann eben entsprechend nicht. Also guckt euch das gegebenenfalls an. Es soll nicht das Argument sein, dass ihr dann sagt, nee, das kann man da nicht handeln. Das geht hier ohne weiteres auch auf der längeren Sicht. Kurze Zeit geht allerdings auch und die werden wir uns dann gleich mal angucken, ob wir da gleich was Schönes finden, was wir da umsetzen können. So, dann wollen wir doch mal schnell rüber switchen auf den aktuellen Markt und so wie wir das auch machen, nämlich, dass wir zu Beginn des Tages oder mittendrin vor dem US-Handel oder irgendwann mal so zwischendurch
die wichtigsten Märkte mal kurz abscannen. Das sind typischerweise natürlich die relevanten Indizes. Das sind typischerweise natürlich die Währungen, dass wir die mal anscannen und natürlich auch einzelne Aktien. Vielleicht habt ihr auch Wünsche, die dürft ihr dann gleich hier, euch äußern, wenn ihr sagt, Mensch, sag mal zu diesem oder jenem Titel was. So gucken wir das dann auch entsprechend an. So könnt ihr so ein bisschen reinfühlen, wie macht der das, wenn der jetzt frisch an den Arbeitsplatz rankommt. So, machen wir das Ganze mal durch. Fangen wir mal mit unseren typischen Lieblingen an. Gehen wir mal mit dem DAX los. DAX für viele in Europa natürlich wichtig. Ich war jetzt am Wochenende in der Schweiz. Die fanden das ebenfalls total klasse mit dem DAX, wo ich gesagt habe, ihr habt doch hier euren eigenen Markt theoretisch, hier den Swiss, ihr seht das hier hinten, den gibt es natürlich auch in CFD-Form, können wir uns auch gleich angucken. Ihr dürft euch das wünschen. Hat noch niemand was geschrieben oder sagt mal was, schreibt mal was rein hier in den Chat, dass ich sehe, dass ihr überhaupt da seid und dass das hier alles läuft. Nicht, dass ich hier jetzt völlig falsch gedrückt habe und ihr seht gar nicht, was ich hier mache. Ah, wunderbar. Lieben Dank. Dann weiß ich wenigstens, dass ihr da seid. Also ihr dürft euch einzelne Titel wünschen. Ich bin da relativ neutral. Theoretisch könnte ich hier auch genau alles zukleben, was das ist, weil mir das eigentlich völlig wurscht ist, was ich da handle. Für mich ist eigentlich nur interessant, dass der Markt eine schöne Bewegung hat. Das hat der DAX übergeordnet im Moment nicht. Ja, da will ich auch gar nicht so lange drauf eingehen. Das wisst ihr selber inzwischen, dass das sicherlich nicht die tollste Aufwärtsbewegung ist, die man sich vorstellen kann. Der Markt doch sehr, sehr zögerlich unterwegs. Wir sehen in dieser Aufwärtsbewegung, es ist ja nun mal klar eine Aufwärtsbewegung, sehen wir, dass wir Rücksetzer haben. Gut, die gehören vielleicht auch zusammen, aber auch spätestens der da wieder, die überschneiden sich. Die Tiefs und die Hochs, sind Kursüberschneidungen, Überlappungen. Alles doof. Und auch hier hinten, wenn man sagt, dieses hier und dieses überschneidet sich ja ebenfalls wieder. Also alles nicht wirklich das Ding, was ich mir vorstelle, um aufwärts jetzt mega klasse zu finden. Ja, also insofern sage ich mal zusammengefasst, die Aufwärtsbewegung sieht nicht gut aus. Sie sieht korrektiv aus aufgrund dieses Verhaltensmuster. Teile daraus sind zwar Impulse. Ja, ihr seht das, hier sind immer wieder so kleine steile Bewegungen mit drin. Die kann man ja auch vielleicht nutzen. Es ist also nicht so, dass man nicht Teile aus einer Korrektur nutzen kann. Abwärts übrigens ebenfalls. Ja, also ihr seht das hier. Aber die insgesamtige Bewegung von da bis da oder bis hier ist eben nicht einladend, um das als einen richtigen Impuls zu sehen. Also entweder müssen wir kleinere Teile daraus, also sprich auf eine kleinere Zeitebene gehen, oder wir müssen auf eine größere Zeitebene gehen, wo wir dann sagen können, da ist aber im Großen das Bild gut. Jetzt machen wir das mal ganz kurz im Tageschart und gucken mal die Situation hier an. Aber da haben wir ja schon so häufig drüber gesprochen, die Aufwärtsrichtung auch auf Tagesbasis, hier so die letzten vielen Wochen, ja, letzten Monate kann man sagen, hier ist April, März, das sieht doch doof aus, rückwärts, 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 alles Kursüberschneidung. Ich denke mal, wir haben eine realistische Chance, dass wir sogar da nochmal landen. Ich hau mal den Nagel in die Luft. Ich würde nicht daraufhin jetzt short gehen, weil dafür würde ich wieder hier gucken, sollen wir jetzt short gehen und wenn ja, wie, wo stoppen wir und das Ganze. Aber ich bin immer noch in der Überlegung, diese Zone hier, ich halte sie für nach wie vor absolut realistisch, dass wir sie sehen, denn das ist nicht ein Zeichen für, wir haben so Bock, jetzt geht's richtig los. Das sieht anders aus. Das sieht so aus. Das sieht so aus. Hier vorne oder im Großen noch, ja, und so weiter. Also insofern bin ich da nicht so sehr guten Mutes. Aber wir wollen jetzt mal im Live-Trading was gucken und da brauchen wir gar nicht so weit in die großen Zeitebenen gehen. Da können wir ja auch mal im Kleinen nochmal gucken. Und da sehen wir, dass wir hier immer wieder Schubbewegungen hatten. Hier hatten wir schon mal eine. Und wer sich erinnert an das, was ich immer gerne gucke, ich hätte gerne eine Schubbewegung, hatten wir hier. Und ich hätte gerne irgendwas, was möglichst korrektiv nach unten geht, um dann die Long-Seite nochmal zu handeln. Witzigerweise kriegen wir jetzt gerade was. Das ist eine Schubbewegung, die ist super. Und das ist eine mögliche korrektive Bewegung, so ähnlich wie wir sie hier haben. Vielleicht wackelt sie auch nochmal, ist mir durchaus recht, dann ist das umso mehr bestätigt, um nochmal long zu gehen. Aber bitte nicht im vorauseilenden Gehorsam, nicht jetzt sagen, oh klasse, das sieht super aus, ich bin schlauer als der. Also das kann durchaus sein, aber ich gehe schon hier rein, weil er hat ja auch gesagt, dass das passiert. Vorsichtig, das ist gefährlich.
Meine Aussage ist, wenn er dann auf der Oberseite durchstößt, das wäre das Zeichen für die Longseite. Nicht hier zwangsweise auf der Unterseite, so von wegen, das müsste er machen, dann sähe es ja auch hübsch aus. Man kann das traden. Wir können das theoretisch mal ganz schnell ausprobieren. Wir gehen jetzt im Prinzip auf diesem Niveau ungefähr. Wir können ein klein bisschen höher das machen. Target liegt hier oben irgendwo. Stop liegt dann auch wirklich hier in dieser Nähe, weil wir wollen ja in diesem Trendkanal. Da muss er auch nicht mehr tief fallen. So. Und jetzt seht ihr, wir haben ein riesige Chance-Risiko-Verhältnis. In Euro gesprochen. Habe ich es jetzt richtig gemacht? Nee. Sell Limit. Ich habe falsch geklickt. Er hat das jetzt blöd aufgefasst. Also, man kann das machen, jetzt fällt er eh nochmal durch. Also wenn, dann sollte, ich habe es blöd hier von der Position her, jetzt ein bisschen höher legen müssen, ja, von mir aus hier, dass man sagt, ach komm, ich riskiere das einfach. Wenn er wirklich jetzt dreht, dann habe ich dieses auf der Gewinnseite und nur so wenig auf der Verlustseite. Allerdings könnt ihr davon ausgehen, ist die Chance für einen Verlust extrem hoch. Warum komme ich hier auf den Gewinn? Naja, ich messe einfach das Ding und lote das dann von dem Tief dann nochmal da hoch. Man kann das auch ein bisschen professioneller noch machen als ich, indem man hier misst. Aber es ist das Fallen, ist das Greifen in den Fallen, ist sogar noch ein bisschen höher, als ich gezeichnet habe, da oben. Es ist das Greifen in das fallende Messer. Das hat eine geile Chance-Risikorelation, aber ihr werdet sehr häufig auf die 12 kriegen. Trefferquote ist sehr übersichtlich, um es sehr höflich mal auszudrücken. Ja, also das ist nicht mein Handelsansatz. Wenn, normalerweise würde ich auf dem Zwischenhoch, das ist nur jetzt sehr weit da oben, das ist nicht so schön. Deshalb habe ich eben angedeutet, wenn der Kurs, schade, dass er es jetzt nicht macht, sowas macht, dann hätten wir hier nochmal einen Zwischenhoch, dann ist das super. Aber er muss es in irgendeiner Form bestätigen. Macht er nicht. Manche werden jetzt sagen, das ist aber doof. Nein, es ist nicht doof. Der Kurs macht alles richtig im Moment. Denn für die Long-Seite müsste er mir eine Bestätigung geben. Er gibt mir keine Bestätigung. Danke. Hast du lieb gemeint, gut gemacht, passt alles. Ja, aber dann hätte ich gerne einen Short. Ja, aber der Short war hier nicht zu erkennen, weil die letzte starke Bewegung war nach oben. Und jetzt wissen wir, dass wir hier auch eine starke Abwärts kriegen. Das kann passieren. Starke Aufwärts kann durchaus in einer relativ starken Abwärtsbewegung münden. Das ist ja nicht unrealistisch, dass das passiert. Wenn er hier wackelig runtergekommen wäre, hätten wir hier nach einem Long Trigger gesucht. Er ist aber nicht wackelig runter, also kein Long Trigger, was ja auch kein Fehler war, weil ja der Kurs ja auch nicht so richtig Bock hat aktuell. Ja, also entweder müsste er jetzt eine A, B, C oder gerne auch eine Mehrfach hin und her wackeln. Manche sagen Bullenflagge dazu. Das sind alles gute Argumente oder gute Punkte dazu. Dann wäre das ein Anstieg. Das heißt, hier jetzt im sehr kurzen Chartsegment, geile Idee, aber er macht's nicht. Kein Trade. Ganz wichtig. Viele fassen das als eine persönliche Niederlage oder das ist aber doof, kann ich gar nicht traden. Nein, ist nicht doof. Muss ich nicht traden, weil der Kurs sagt schon, sieht doof aus. Die Marktteilnehmer lassen sich hier jetzt nicht in eine Ecke treiben im Sinne von, das ist die starke Seite, so 5, 1, 2, 3, 4, 5 und hier ist die wackelige Seite, jetzt setzen wir uns nochmal vor. Das war eine klare Ansage hier in diesem kurzfristigen Segment. Das ist eine Ansage für, lass mal die Finger davon. Sieht doof aus. Kann man hier shorten? Also jetzt werde ich einen Teufel tun zu shorten in diesem Moment, wenn er allerdings auf der Aufwärtsseite schwach wird. Also meine Aufwärtsseite zeigt, diese aber schwach zeigt, schwächer als die Abwärtsseite, dann ja. Das wird jetzt ein paar Minuten dauern, denn ihr könnt euch überlegen, das sind jetzt hier immer 5-Minuten-Einheiten, wir brauchen mehrere davon. Das heißt, wenn wir Pech haben, wird das schon nach dem Webinar sein. Müssen wir mal gucken, kann auch sein, dass es im Webinar noch ist, aber im Moment muss ich hier nicht drauf gucken. Das ist etwas, was gerade Anfänger häufig lernen müssten, weil man dann sagt, ja, jetzt sitze ich davor, jetzt muss ich aber hier auch irgendwas tun. Nein, musste nicht. Immer nur was tun, wenn es geil aussieht. Wenn es nicht toll aussieht, auch nichts tun. Ja, aber ich konnte den ganzen Tag nicht sitzen, jetzt sitze ich dran. Ja, na und? Wenn es doof aussieht, nicht traden. Eine der obersten Regeln. Das hören viele nicht gerne, weil sie dann sagen, ja, aber jetzt muss ich, meine Frau hat auch gesagt, jetzt darfst du. Oder mein Mann hat gesagt, ich darf jetzt mal ein paar Stunden ran hier an die Geschichte. Und dann will ich doch auch was tun. Super verständlich, wenn es aber doof aussieht, nicht machen. Ja, wenn man zum Obst holen am Wochenende auf den Markt kommt, sieht alles schimmelig und verfault aus. Ist egal, aber ich sollte Obst holen. Ist die einzige Chance an dem Samstag. Ja, aber war schon faulig. Egal, ja, nimmt man es nicht mit, fertig. War zwar doof dann, aber man hat ja gesehen, dass man das besser nicht mitnimmt. So, also ihr seht, meine plakativen Beispiele funktionieren auch für den Obsthandel. Aber insofern,
das ist etwas, was im Moment jetzt nicht wirklich einlädt zu handeln. Wenn sich das noch irgendwie wackelig zeigt, gucken wir das gleich nochmal an. Jetzt gucken wir uns erstmal ein paar Wettbewerber an. Und da fällt mir sofort auf, US-amerikanischer DAO. Ich will gar nicht das große Bild. Das große Bild, ihr kennt das, ich habe das immer wieder im YouTube-Channel, könnt ihr euch selber angucken. Wir wollen jetzt hier im Kleinen gucken. Das sieht doch spannend aus. Das sah hier schon mal interessant aus, die Abwärtsseite relativ stark. Das ist schwer jetzt von wegen Trigger, weil das Problem ist, ist das jetzt die vollständige Korrektur oder nicht? Aber wir haben hier einen letzten Abwärtsmove und den gucken wir uns jetzt mal an, auch im 5-Minuten-Chart. So, da gar nicht lange fackeln. Im Prinzip ist das schon genau das, was wir eigentlich gerne wollen. Da müssen wir klicken. Wir sind schubmäßig runter, wir sind wackelig nach oben. Wir haben als erstes mal, sind hier schon getriggert, wir sind also schon knapp drunter. Wir können also sagen, okay, falls er da nochmal ein bisschen hochkommt, hol uns nochmal mit. Den Stop können wir theoretisch hier oben drüber legen. Ja, wenn er da drüber geht, ist es nicht unsere Idee, nicht unsere originäre Idee. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten zu stoppen. Entweder hier oben, das erkläre ich gleich. Wir machen jetzt mal den aggressiveren Stop, der liegt ungefähr da. Und das Gewinnziel ist im Prinzip diese Abwärtsseite nochmal. Das können wir jetzt mal so grob schon mal messen, das liegt da unten. Und wir sehen 25 riskieren, 118 gewinnen. Wir können das ruhig ein bisschen größer, na, nicht ganz so. 76, da machen wir mal 25, 26, 27 so ungefähr, dass wir 70 riskieren, 300 gewinnen, wäre geil. Das ist jetzt nicht, dass ich hier ganz sicher weiß, dass das passiert. Ja, jetzt holen sie die auch noch ab, die Order. Aber wir haben hier eine relativ gute Chance, dass das die starke Bewegung ist, dass die schwache. Vorsichtig, bevor ihr das jetzt nachhandelt, es gibt hier ein paar Punkte, die ich hier nicht optimal finde. Die müssen wir auch noch ansprechen. Die Grobidee ist aber goldrichtig. Die Grobidee ist, das ist die scharfe Richtung. Und das ist offensichtlich nicht die scharfe Richtung. Und wir setzen darauf, dass sich der Kurs nochmal fortsetzt. Warum bin ich mit dem Trade nicht super zufrieden? Also nicht im Sinne von, das geht ganz sicher gut. Punkt 1 ist, kein Trade geht ganz sicher gut. Muss er auch nicht. Denn ihr seht, das ist unser Gewinnverhältnis. Was haben wir gesagt? 70 riskieren. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. 300 irgendwas gewinnen. Das heißt, wir haben fast ein 5:1 Verhältnis. 4:1, 5:1, irgendwie sowas 4,5. Das heißt, ich brauche gar keine 100%ige Trefferquote. Bei 50-50 mache ich immer noch einen ordentlichen Gewinn. Selbst bei 25 zu 75. Das heißt, nehmen wir mal an, ich würde nur in 25% der Fälle gewinnen und in 75 Fällen verlieren. Mache ich immer noch einen Gewinn damit, weil ich so viel mehr Gewinn mache, als ich im Risiko bin. Allerdings bedeutet das auch, ich darf jetzt nicht schon sagen, geil, 300 Gewinn, hat er doch gesagt, oder 320, was es war. Geil, die habe ich doch jetzt schon im Sack. Nein, haben wir nicht im Sack. Das ist das abzüglich dieser Verluste, das waren fast 70, ein bisschen weniger, hier auf der Seite, und dann noch multipliziert mit der Trefferquote. Also bitte jetzt nicht sagen, okay, das ist eine sichere 50-50-Chance, das sind 250, bei zwei Trades sind das 250 Gewinn. Nee, ist nicht so. Trefferquote wird wahrscheinlich unter 50-50 liegen. Ja, aber sie liegt auch nicht bei nur 20% oder bei 15. Ja, das heißt, ich mache mit diesem Ding wahrscheinlich schon einen Gewinn, aber vielleicht mit diesem hier nur einen Gewinn, der vielleicht im Durchschnitt, das ist jetzt Annahme, das ist jetzt hier, es gibt ein paar Bedingungen, über die wir gleich nochmal reden müssen, mache ich vielleicht nur 50 Gewinn. Oder vielleicht auch nur 40. Ja, aber wie geil ist das? Ich mache hier einen Trade und weiß, nicht jetzt bei dem Trade, aber wenn ich den 10-mal mache, dann habe ich im Schnitt pro Trade 40 Gewinn gemacht. Oder von mir aus 30. Im Schnitt bei 10 Trades 30 Gewinn gemacht. Im Schnitt, ja. Das heißt, ich muss nur eins machen, immer wenn ich so eine Situation sehe, traden. So, was sind jetzt die Downsides dieses Trades? Ein bisschen, eine Geschichte ist, das Muster gefällt mir super, die Größenordnung ist noch ein bisschen riskant. Die Trefferquote wird jetzt nicht so sehr hoch sein. Es besteht die Gefahr, dass diese Korrektur zu klein ist. Was bedeutet jetzt zu klein? Dafür könnt ihr einfach die Fibonaccis mit hinzuzählen. Fibonaccis sind falsch. Doch, können wir nicht mehr. Habe ich schon blöd gezeichnet hier. Machen wir gleich. Ich wollte eigentlich erst auf was anderes hinaus. Nämlich auf die Fibonacci Retracements hier. Wo sind sie? Fibonacci Folge. Von da oben bis da. Und ein optimales Rücksetzerniveau bringt uns in die Nähe der 38er Marke.
vielleicht auch noch der 61,8er, also irgendwo, dass der Kurs ungefähr in diese Box reinläuft. Das wäre das adäquate Rücksetzerniveau für diese Geschichte. Die häufigsten Rücksetzer gehen hier rein. Da wir da noch nicht sind, ist die Gefahr noch da, dass meine Idee zwar grundsätzlich passend ist, aber vielleicht noch nicht jetzt notwendigerweise hier, sondern der Kurs jetzt nochmal da reingeht und danach erst runtergeht. Die Gefahr besteht. Wer also auf Nummer sicher gehen will, würde diesen Trade jetzt nicht machen. Also Nummer sicher ist ein hartes Wort an der Börse, aber wer höhere Sicherheit haben will, der würde sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass das noch nicht das Ende ist, weil es noch zu weit unterhalb dieser Marke ist, ist einfach zu groß. In dem Fall können wir uns das erlauben, weil wir traden in dem Fall, also im Sinne von wir tauschen aus, Trefferquote durch Chance-Risiko-Verhältnis. Die Trefferquote wird geringer sein, aber die Chance-Risiko-Relation ist besser. Wenn der Kurs jetzt hier nochmal reinwackelt und wir würden dann hier erst shorten, ja, ist das Verhältnis hier deutlich schlechter, aber die Trefferquote wird besser sein. Ja, was ist jetzt der bessere Trade? Das hängt sehr stark von euch ab. Für all diejenigen, die ich sag mal so Typ Hans Dampf in allen Gassen. Ich werde häufig gefragt, wie muss denn der perfekte Trader sein? Was muss die Eigenart eines perfekten Traders sein? Das gibt es nicht, den perfekten Trader. Eins müsst ihr haben, das müsst ihr immer haben, wenn ihr erfolgreich sein wollt, Disziplin. Das spielt keine Rolle, ob das Sport, Musik, E-Sports ist, wenn ihr Gamer seid, ob das im Berufsleben ist, ob ihr Trader seid. Seid ihr nicht diszipliniert, müsst ihr mit Erfolg nicht zwangsweise rechnen. Alles andere, wenn ihr sagt, ich bin ein Hans Dampf in allen Gassen, ich muss mal Wumms erleben, dann ist diese Art zu traden durchaus eine Möglichkeit. Das sind Leute, die gegebenenfalls auch sagen, ach komm, ist mir egal, zweimal hier voll auf die 12 gekriegt, zweimal voll ausgestoppt worden. Es ist ja kein Riesenrisiko. Das ist genau das Risiko, was wir dem Markt zugebilligt haben. Unsere ungefähren 70 Euro. Ja, da müssen wir nicht in Sorge oder in Panik geraten. Wenn wir sagen, 70 stört mich nicht. Ja, das gebe ich an einem Abend für eine Flasche Wein aus. Also nicht jetzt ich, aber falls irgendjemand von euch. Ja, dann ist das vielleicht eine Größenordnung, die passt. Und der sagt sich, aber wenn ich gewinne, will ich wirklich was sehen. Der will aktiv sein. Da kann man solche Trades durchaus versuchen. Die sind absolut in Ordnung. Unter der Maßgabe, dass ihr sagt, ich kann vertragen, wenn ich hier 2-, 3-mal, 4-mal versuchen muss. 4 Trades bedeutet, ja, Trefferquote, alles über 25% ist besser. Ja, bei 4 Trades habe ich ja 3 Trades negativ, einen positiv. 3:1 Chance-Risiko-Verhältnis würde ausreichen, um positiv zu sein. Also etwas besser natürlich wegen Gebühren, wegen ein bisschen Spread, Slippage, mal Fehler gemacht oder sowas. Ein bisschen besser sollte man schon sein. Aber ihr seht, worauf das hinausläuft. So, wenn ihr jetzt eher derjenige seid, ich tue mich immer schwer, eine Entscheidung zu fällen. Das ist mir immer ein bisschen unangenehm und guck mal, da habe ich einen Minus-Trade gemacht und noch wochenlang über den Minus-Trade erzählt dann und sowas, wo man sagt, das nehme ich dann auch persönlich, wenn der Markt das mitmacht. Für die ist diese Art zu traden nix. Für die brauchen wir mehr Bestätigung. Und die wäre, dass der Markt dann tatsächlich zum Beispiel in diese Kiste reinläuft, das idealerweise in einer möglichst korrektiven Art und Weise, damit wir gut unterscheiden können zwischen der starken und der schwachen Seite, um dann ein bisschen mehr Bestätigung zu haben. Leider ist es auch keine hundertprozentige Garantie. Aber dass man dann eben auf diese Art dann eben reinkommt hier, sagt, okay, das ist ein valides Rücksetzerniveau und ab hier jetzt haben wir eine bessere Chance, dass es dann tatsächlich dann auch funktioniert. Also die Bewegung dann hier stattfindet. So, also das ist etwas, was ich im Hinterkopf behalten würde. Was seid ihr für ein Trader? Man kann nicht im Vorhinein sagen, welches passt. Wichtig ist, ihr braucht 2 Sachen, nämlich das CRV. Das könnt ihr ja ausrechnen, indem ihr guckt, das ist mein Stop. Der ist absolut logisch, weil ich behaupte ja, wir sind da durch. Also jetzt geht es weiter. Dann muss der Stop eigentlich auch hier liegen. Beziehungsweise die 78er-Marke. Ich habe die jetzt mal so ganz grob dahingelegt. Hätte man noch messen können, aber ich glaube, das ist jetzt kein Riesenzugewinn. Ja, also meine Behauptung ist nicht, dass der Kurs irgendwie jetzt hier in der Korrektur ist und dann noch runtergeht, sondern nein, meine konkrete Behauptung ist,
damit haben wir diese Korrektur beendet. Die ist beendet und ab jetzt kommt das. Das ist eine starke Aussage, die aber auch, wenn sie richtig ist, viel Gewinn bringt. Wenn sie falsch ist, unseren Standardverlust eben. So, ich hatte eben nochmal angedeutet, es gibt auch nochmal eine Möglichkeit, hier oben den Stop hinzusetzen. Das ist insbesondere, wenn wir sicher sein können, dass das die erste Bewegungswelle ist und nicht die C-Welle. Das können wir in diesem Fall nicht ganz sicher sagen. Es ist durchaus denkbar, dass dieser Bereich jetzt, weil wir hier so ein bisschen korrektiv unterwegs sind, dass das eine C-Welle ist. Das muss ich mal eben zeichnen. Das, ich weiß, dass es für einige jetzt starker Tobak ist, aber ich weiß, dass einige da drauf gucken auch. Wir hatten hier eine erste Abwärtsbewegung, die ist korrektiv, A, B, C. Dann haben wir eine zweite Aufwärtsbewegung, die ist auch A, B, C. Und das hier ist die C-Welle, wäre möglich als C-Welle eines Flats und dann müsste der Kurs als nächstes nach oben sogar gehen. Das können wir in dem Fall nicht ausschließen. Allerdings passt diese Vorgeschichte nicht optimal dazu mit dieser Geschichte, ehrlich gesagt. Ja, weil hier vorne so das, aber ausschließen können wir es nicht. Insofern ist der Stop hier oben für mich nicht sinnvoll. Jemand hat übrigens dankenswerterweise, lieben Dank, ich werde gleich noch ein paar von euren Punkten abarbeiten hier, keine Sorge, gefragt, warum nutzen Sie den M5-Zeitchart? Ob ich den auch benutze oder ob das eine gute Zeiteinstieg ist. Tatsächlich, ich bin nicht so sehr im 5-Minuten-Chart unterwegs. Das liegt aber auch daran, dass ich ja auch als institutioneller Händler gezwungen bin oder in der Lage, wie auch immer man das auffassen will, größere Zeitebenen zu, größere Mengen zu handeln. Ich muss es ja. Es nützt ja nichts, wenn wir dann eben sagen, ja gut, wir machen jetzt eine Position mit 5 Kontrakten auf. Das wird nicht funktionieren. Dann sagt dann der Kunde, ja, das ist schön, aber entspricht nicht meiner Kontogröße. Ich brauche schon ein bisschen mehr Bewegung, damit dann auch Rendite entsteht. Und dafür ist 5 Minuten nicht so sehr geeignet. Nehmen wir mal an, für mich als privater Trader sozusagen, wäre 5 Minuten auch eher die kürzere Ecke. Man kann die gut handeln, ich habe die über Jahre gehandelt. Allerdings, tatsächlich ist das Rauschen, sind die Störeffekte in kürzerfristigen Charts größer. Weshalb es typischerweise eigentlich, wer etwas mehr Sicherheit haben will, wer dieses Rauschen, was ich gesagt habe, diese Nebeneffekte nicht so sehr drin haben will, sinnvoller ist vielleicht 15 Minuten Chart, Stundenchart, 4-Stunden-Chart oder sowas anzugehen. Das ist aber jetzt im Live-Trading, wollen wir auch ein bisschen sehen, dass sich was tut. Und dann ist es natürlich im 4-Stunden-Chart nicht ganz so praktisch. Aber ich selber handle sehr viel auch auf Tagesebene. Wir werden gleich vielleicht noch den einen oder anderen da mal angucken und so weiter. Auf Wochenbasis, 4-Stunden-Chart, manchmal im Stunden-Chart, sowas in der Richtung. Das geht auch. Die Logik ist die gleiche. Nur dort ist meistens sowas wie An- und Verkaufsunterschied. Also hier, wenn man sieht, An- und Verkaufspreise sind immer so ein paar Punkte Unterschied beispielsweise. Da sind so kleine Rauscheffekte oder dass man irgendwelche Nachrichten, die spielen dann nicht die ganz so große Rolle. Ja, deshalb ist das durchaus ein wichtiger Hinweis, ein guter Hinweis. Aber zum Gucken jetzt sind die durchaus geeignet. Ja, weil es die Logik, die dahinter ist, die gleiche. Der Verschnitt, sagen wir dazu, ist allerdings bei den kürzerfristigen Charts größer. Deshalb, wir sagen bei uns, unser Trading-Ergebnis, also die Trefferquoten und sowas sind nahezu ähnlich, ob wir im 5-Minuten-Chart oder im ganz großen Chart gucken. Es ist nicht ein Riesenunterschied, aber der Erwartungswert nimmt etwas ab, weil wir immer ein paar Punkte oder ein paar Ticks oder Pips oder was auch immer abschneiden müssen durch Spread, durch Slippage, durch mal kurz rausgespiked werden nochmal. Die Effekte sind weniger intensiv bei den anderen größeren Zeitebenen. Guter Hinweis dazu. Wir bleiben aber jetzt mal an dieser Ebene, beziehungsweise er kann jetzt alleine, ich muss jetzt hier auch nicht großartig was machen, also tut euch das selber nicht an, dass ihr jetzt euch gezwungen seht, da muss ich jetzt aber alle 5 Minuten drauf gucken, Gras beim Wachsen zuzugucken, ist entspannt, beim Traden nicht so sehr. Also lasst den da jetzt mal machen, der köchelt jetzt so vor sich hin und entweder läuft er dahin oder er dreht halt um, soll er halt machen. Wir können ja mal drauf gucken, wenn er sich jetzt hier in die Richtung noch weiter entfernt, können wir irgendwann mal den Stop ein bisschen nachziehen. Und dann kann man sagen, okay, ich bin raus aus dem Risiko. Entweder ich mache jetzt einen Gewinn oder es ist ein Plus-Minus-Null-Trade, was soll's. Ich habe eine relativ gute Chance, dass das einigermaßen gut ausgeht. So, es macht deshalb jetzt vielleicht auch nicht so super viel Sinn, wenn wir das Gleiche jetzt in grün nochmal angucken, hier beim S&P 500. Hier ist das Bild auch von der Wackeligkeit nicht ganz so schön. Allerdings hier 1, 2, 3, 4, 5. Das Wackeln hier ist schon auch erkennbar. Also es ist jetzt hier kein Gegensignal, sondern auch hier sieht es eher auf der Abwärtsseite aus. Der Trigger wäre hier quasi das Zwischentief hier gewesen. Also die Logik ist grob die gleiche. Ja, also das kann man schon sagen. Ein bisschen schöner wackelig. Der ist zwar schöner von dem Hochkommen,
aber irgendwas zu maulen ist immer, der ist nicht ganz so schön vom Wackeligen. Ja, ich finde es schöner, wenn er schöner Struktur zeigt, was das angeht. So, jetzt gucken wir mal ein paar von euren Fragen, bevor wir jetzt gleich durchscannen hier nochmal, was ihr hier auf eurer Liste hatte. Gucken wir mal ein paar von euch an. Und da haben wir doch ein bisschen was hier in der Auswahl. Ich lösche mal hier so ein paar olle Dinger weg. Nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach ein bisschen Platz wieder zu haben. Tesla haben wir gleich zweimal drauf, das ist auch cool. So, was war das eine? Das eine war Bertrand, deutsche Aktie. Mal gucken, eigentlich ist es tatsächlich BDT, wenn ich das richtig weiß. Da hat er aber nichts. Den haben wir hier gar nicht. Das ist interessant. Jetzt gibt es einige, die fragen schon, warum habt ihr den Titel da nicht drin? Also ihr ist gut, die Jungs und Mädels von XTB. Es kann sein, dass die einfach mit dem Volumen, was die haben, keine schönen Kurse anbieten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin gar nicht so sehr im deutschen Markt unterwegs, weil ich hab's lieber im amerikanischen, da sind die Verläufe etwas besser. Ich kann es leider hier nicht zeigen im Moment. Bitte nicht traurig sein. Wünscht euch was anderes sehr gerne. Wir können mal weiter gucken. Aber weiter sehe ich hier schon, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Also es gibt manchmal Titel, wobei ich Bertrand weiß ich jetzt nicht genau. Wenn ihr sagt, Mensch, Bertrand würde ich aber wahnsinnig gerne handeln. Ich weiß das aus Gesprächen, ich kann es aber nicht garantieren. Wenn ihr sagt, ah, das ist schade, dass sie den nicht haben, sprecht mit den Jungs und Mädels hier von XTB und sagt, könnt ihr die auch anbieten? Und unter Umständen geht das. Vielleicht habe ich es jetzt hier auch falsch eingetippt. Wenn ihr das besser wisst, könnt ihr da mal Bescheid sagen. Kann ich gleich nochmal gucken, ob ich die noch anders finde. So, Warta war ein Ding auf eurer Liste. Ich gehe jetzt mal so ein bisschen durch. Wie gesagt, seid nicht traurig, wenn ich nicht alles erfüllen kann, aber will ich natürlich sehr gerne machen. Ihr seid super aktiv. Mache ich natürlich super gerne hier mit euch. Warta. 4 Stunden beziehungsweise Tag. Ja, also Warta ist eine Geschichte, die haben wir bei uns auch schon sehr intensiv uns mal angeguckt. Nämlich, weil Warta insgesamt ja eine Aufwärtsbewegung war und einige sagen, Mensch, Warta, die müssten doch eigentlich total geil dastehen. Als Batterieunternehmen. Porsche hat unterschrieben, die wollen die Sachen da von denen haben und alles. Also wenn nicht die, wer dann? Das ist so ein Zukunftsunternehmen. Die Logik finde ich super. Entscheidend ist allerdings, was die Marktteilnehmer draus machen. Und jetzt gucken wir uns mal, was die Marktteilnehmer bisher draus gemacht haben. Die Aufwärtsbewegung, die wir hier haben im Tageschart, sehen wir, die sieht doof aus. Warum sieht die doof aus? Ist ein Anstieg? Yep. Haben wir Gegenbewegung? Ja, wir haben Gegenbewegung hier, wir haben Gegenbewegung da, wir haben Gegenbewegung hier. Alles mit Kursüberschneidung und spätestens da, an der Stelle wussten wir, das wird nichts mehr. Theoretisch schon hier an der Stelle, weil wenn er so steil runtergeht, kommt ja nach einer Pause oder eben ohne Pause nochmal eine Fortsetzung. Dann gibt es die Überschneidung, sieht nicht gut aus. Also bullish ist aktuell nicht en vogue, aus meiner Sicht. Gut, seid ihr auch schon drauf gekommen, aber das mal so als übergeordnetes. Jetzt haben wir als letztes diese Bewegung, die ist stark nach unten gerichtet. Und eigentlich würden wir zwischendurch mal eine Pause erwarten, irgendwas Korrektives und anschließend nochmal so eine Bewegung nach unten. Und da sind wir sogar in einem interessanten Muster. Einmal runter, Gegenbewegung nochmal runter, ein Zigzag, dann eine Korrektur in der Mitte, einmal scharf runter, Gegenbewegung nochmal runter, nochmal ein Zigzag, zweimal Zigzags. Kann man auch sagen, zweimal Zigzag ist ein sogenanntes Double Zigzag. Kennen wir alle vom Cappuccino, ja. Also kann man auch verdoppeln, Double Zigzag vorne, Zigzag hinten, Zigzag. Das wäre eine typische Chartformation, die wir eben haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, im Moment sehe ich ganz gute Chancen, dass wir hier nochmal eben einen Schub runterkriegen. Im Prinzip das nochmal, die Abwärtsbewegung. Wo ich mir nicht ganz sicher bin. Und danach, Entschuldigung, das machen wir vielleicht noch zuerst. Danach kann ich mir vorstellen, so, jetzt haben wir auch genug Pause gemacht, dann fangen wir wieder mit etwas Neuem hier an. Wenn er dann wieder krummbucklig hier hochläuft, wie er das hier gemacht hat, dann ist es immer noch doof. Macht er von diesem Tiefpunkt dann aber schön hoch und schön wackelig runter, ja, dann sieht das gut aus. Ja, und dann idealerweise immer überlappungsfrei das Ganze.
dann sieht das gut aus. Im Moment ist das noch nicht der Fall. Womit ich jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten habe, wenn ich mir was wünschen darf, hätte ich eigentlich gesagt, komm, mach doch nochmal so, dass wir hier so eine Formation haben. Dann kriegen wir das da vorne nochmal da hinten. Können wir sogar nochmal einen Zwischenshort machen. Und dann können wir nach diesem Zwischenshort, da haben wir hier vielleicht noch Unterstützungslevels, haben wir nochmal die gleiche Länge hier, irgendwie sowas. Und dann können wir uns überlegen, ob wir uns dann wieder long einnisten. Entweder hier, falls wir ein Cluster haben aus verschiedenen Unterstützungsmarken, oder hier im Sinne des ganz großen Bildes, dass wir dann nochmal wieder voll mit dabei sind und sagen, jetzt kommt der nächste langfristige Schub hier nach oben. Ja, also das als Idee dazu. Ich finde Warta spannend im Moment, aktuell nicht auf der Kaufseite. Ich würde mir aufgrund dieser Geschichte eher vorstellen, dass wir nochmal bis dahin sogar runtergehen. Merkt euch diese Länge nochmal hier unten dran. Vielleicht nochmal mit dem Umweg, wenn wir Pech oder Glück haben, ohne den Umweg. Ohne den Umweg würde ich den Short nicht machen. Mit dem Umweg würde ich sogar vielleicht nochmal hier die Shortseite handeln. Ähnliche Argumentation wie das, was wir beim Dow hatten. Schub runter, irgendwie wackelig hoch. Und dann nochmal die Fortsetzung. Es ist ziemlich genau das, was wir beim Dow haben. Wir können es nochmal schnell vergleichen, damit wir das nochmal im Blick haben. Kann ich auch schnell gucken, ob wir schon irgendwie was nachziehen können, müssen, dürfen. So ähnlich wie hier. Schub runter, wackelig irgendwie hoch und dann eben die Fortsetzung nach unten. So, wir sind jetzt schon quasi ein R fast im Gewinn. Wir können also jetzt schon mal sagen, komm, ein bisschen kann man schon mal nachziehen. Ich persönlich würde noch nicht auf den Einstieg nachziehen, ehrlich gesagt. Kann man auch machen, wenn man sagt, oh Gott, ich habe so ein doofes Gefühl. Das geht. Aber wir müssen ihm ja auch erlauben, dass er, jetzt sind wir schon wieder beim Dau, wir wechseln wieder auf den anderen, dass er natürlich auch hier in der Bewegung wackelig mal ein bisschen hochkommen darf, um dann eben das nochmal zu machen. Solange er wackelig hochkommt, irgendwie sowas hier, ist ja alles safe. Und das idealerweise nicht zu weit. Ein bisschen nachziehen können wir schon. Vielleicht auch nochmal. Machen wir sowas. Und wenn er sehr steil hochkommt, fliegen wir halt raus. Und wenn er wackelig hochkommt, ist ja sowieso alles safe. So, wir kommen aber zurück wo sind wir denn? Ach, da vorne. Zu Warta, beziehungsweise bei Warta kann ich jetzt gar nicht viel mehr sagen. Ich glaube, der Punkt ist klar geworden, denke ich mal. Ich hoffe das zumindest, dass das ein bisschen nachvollziehbar ist. So, nächster Wunsch, den ihr hattet, ist Shop-Apotheke, hat sich jemand gewünscht. Gucken wir mal Shop-Apotheke. Ich weiß gar nicht, ob wir die hier auch drin haben. Shop-Apotheke. Shop. Das ist doch die Shop-Apotheke. Das ist Shopify, Amazon, Alibaba, Deutsche, Etsy. Shop-Apotheke, hier. Siehst du mal, ihr habt echt Ahnung. So. Da haben wir doch die Shop-Apotheke mal. Wer jetzt sagt, den interessiert Shop-Apotheke, das ist ein Einzelschicksal, schmeißt den raus hier aus dem Webinar. Nein, erstens machen wir das natürlich nicht. Ich freue mich ja, wenn ihr euch was wünscht. Aber auch wenn ihr euch für diesen Titel jetzt gar nicht interessiert, guckt euch das trotzdem an. Weil das, was ich jetzt hier mache, ich kenne Shop-Apotheke auch nicht, ich habe weder positive noch negative Stimmungen dazu. Aber für mich ist das jetzt ein nackter, neuer Chart. Wie geht man um, wenn man einen nackten neuen Chart sich anguckt? Wie kann man dann rausfinden, ob das was ist oder ob das nichts ist? Ja, so, also gucken wir uns den mal an. Das ist jetzt hier im Stundenchart. Wir können mal einmal kurz übergeordnet einen Blick drauf werfen. Machen wir es ein bisschen schneller jetzt als das andere. Toller Anstieg, gar keine Frage. Abwärtsbewegung, impulsiv oder korrektiv. Schnellcheck. Abwärtsbewegung relativ stark, Gegenbewegung hier und da, ist kursüberschneidend, Abwärtsbewegung korrektiv. Auch das ist kursüberschneidend, also immer noch korrektiv oder schon Start der neuen Bewegungsrichtung. Das ist relativ steil, einwellig, einigermaßen, wenn wir auf Tagesebene unterwegs sind. Was bräuchten wir jetzt? Wir bräuchten jetzt eine A, B, C oder wackelige Gegenbewegung. Den ersten Teil scheint er gemacht zu haben, diese A-Bewegung. Wenn er jetzt noch hier so ein bisschen hinten dran setzt oder von mir aus auch mehrfach wackelt, auch alles safe, aber dann ist das die schwache Richtung, dann ist das die Long-Seite. Shop-Apotheke ist also etwas, wo ich sage, wir sind vielleicht in der Nähe eines schönen Einstiegs. Wenn er jetzt das macht, das wäre mein Einstiegstrigger. Stop, das Tief, beziehungsweise die 78er. Erinnert euch, ich habe meinen Stop nicht genau über dem Hoch beim Dow gemacht, sondern ein bisschen etwas niedriger. In dem Fall müssen wir es etwas höher, weil ja eine andere Richtung das ist. Und die mindeste Erwartungshaltung ist, dass wir das nochmal nach oben fortsetzen. Wenn wir damit aber auch anfangen, diese zu durchstoßen, dann wird natürlich immer wahrscheinlicher, dass vielleicht diese Korrektur zu Ende ist und wir sogar
noch weiterlaufen, mindestens mal dann das hier nochmal überschießen. Das heißt, wir haben eine sehr realistische Chance, dass der Kurs eine Fortsetzung nach oben nochmal bekommt. Und wir können dann einen Trade mit einem kleinen Anfangsrisiko, mit einem großen, also verhältnismäßig größerem Gewinn, ja auch sagen, ich muss doch hier die Gewinne nicht mitnehmen, meine Erwartungshaltungen sind doch das und schon habe ich ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Also, sehr schöne Idee, sehr gut, ganz lieben Dank dafür, gefällt mir sehr gut, aber ich hätte gerne eine A, die haben wir, eine B, da sind wir jetzt vielleicht gerade dran und nochmal eine C. Und dann hätten wir da den Einstiegstrigger. Ja, also das wäre die Idee dazu. Ich hoffe, dass das einigermaßen nachvollziehbar ist. So, nächster. Stefan hat eine Frage gemacht, galt es noch beim DAO hier, glaube ich, nehme ich mal an, ich bin mir nicht ganz sicher, oder auf welchen Titel das war, auf Widerstände nochmal gucken, also wir können das auch hier kurz nochmal eben einzeichnen, ah ja, beim DAO, gut, dann wechseln wir schnell auf den DAO. DAO. Also ist das hier ein guter Einstieg oder ist das ein guter Einstieg? Das ist aus meiner Sicht kein guter Einstieg. Aus welchem Grund? Natürlich ist das hier eine gewisse Unterstützung in diesem Bereich. Aber es gibt die Form einer Seitwärtskorrektur. Seitwärtskorrektur sehen so aus, wackelig in die und danach nochmal in diese Richtung. Fast die Hälfte aller Korrekturen sehen sogar so aus. Das ist sehr tricky, weil viele mit denen am wenigsten gut klarkommen, weil die halt am doofsten auch aussehen. Das macht es am schwierigsten von dem Handling her. Ja, also insofern, wir können den Stop mal hier auf den Einstieg nachziehen. Das ist jetzt keine Garantie, dass es der beste Stop ist, aber dann haben wir hier zumindest jetzt mal kein Risiko mehr. Ja, passt, weil wir im 5-Minuten-Chart müssen wir halt immer mal mit dem Spike rechnen. Fertig, kann nichts mehr passieren mit der Geschichte. So, warum nicht der hier? Weil dieser Einstieg, die Gefahr, dass wir eine ABC und dann nochmal sowas bekommen, nicht ausschließt. Und dann kommen wir zum blödsten Punkt rein. Und dieses Verhalten ist leider sehr, sehr häufig. 50% der Fälle ungefähr, habe ich gesagt. Ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber schon sehr, sehr typisch, sehr, sehr häufig. Und insofern nicht das, was ich mir idealerweise vorstelle. Wenn ich den hier habe, schützt mich das nicht davor, weil auch der wird nachher da durchgehen. Aber in dem Fall war mein Risiko dieser Abstand. Wenn ich hier unten erst reingehe, ist mein Risiko dieser Abstand. Mein Verlust ist gleich, weil ich riskiere immer 100 oder von mir aus in meinem Fall 70 Euro beispielsweise. Aber meine Menge ist nur halb so groß in dem Fall. Das heißt, im Wumms-Fall verdiene ich auch nur halb so viel. Das heißt, dieses Teilstück gibt mir wesentlich mehr Wumms, aber kaum mehr Wahrscheinlichkeit, dass ich damit richtig liege. Ja, ich verdoppel quasi meine Wumms-Anteil oder mach 30% mehr Wumms-Anteil. Klingt jetzt sehr eigenartig, aber ich hoffe, dass es ein bisschen nachvollziehbar ist. Aber der Schub ist größer mit der größeren Menge als der Nachteil, den wir haben, dass das vielleicht nochmal eine zusätzliche Bestätigung ist. Aber ich sehe schon, Frage beantwortet, super, freut mich. Für all diejenigen, die sich jetzt hier total drüber freuen und sagen, geil, das ist ja vielleicht ein Riesengewinn, ja, aber geht nicht davon aus, dass jeder Trade so ist. Das ist im Prinzip Zufall. Ich weiß, theoretisch müsste ich jetzt sagen, guck mal hier, Leute, ich kann über Wasser laufen. Ich habe es euch immer gesagt. Gut, noch sind nicht im Ziel, noch können wir hier Minus, also Minus vielleicht nicht mehr, aber per Null rausfliegen. Mir ist aber wichtig, dieses Einzelereignis ist zufällig. Auch ich als 30 Jahre Händler oder fast 30 Jahre Intraday-Händler kann nicht garantieren, dass dieser Trade genauso passiert, wie ich das sage, auch wenn es im Moment ja ganz okay läuft. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit ist hinreichend gut im Prinzip, dass dieser Trade okay läuft. Ja, also insofern, das ist die These und es geht immer auf die Masse. Also bitte dann nicht sagen, guck mal hier, super, das macht er doch bestimmt jedes Mal. Nein, mache auch ich nicht. Bei mir gehen die genauso häufig in die Hose wie bei allen anderen Menschen auch, denn das Ereignis dieses Trades ist Zufall. Das ist ganz wichtig.
Ja, also, dass ihr das nicht in den falschen Hals bekommt und sagt, ach, guck mal, wenn ich das auch 30 Jahre wie der, dann treffe ich nur noch diese positiven. Nee, das ist nicht meine Fähigkeit. Meine Fähigkeit ist nicht, dass ich nur die guten trade. Meine Fähigkeit ist, dass ich meine guten so gestalte, dass ich deutlich mehr verdiene, als ich riskiere im Durchschnitt meiner Trades und dann eben was übrig bleibt. Nicht, dass ich in die Zukunft gucken kann. Das kann ich genauso wenig wie alle anderen Menschen auch. Naja, ein paar können es vielleicht. Aber ich kann es halt nicht. Und das ist auch nicht das, was wir als Händler wissen müssen. Ja, das ist eigentlich eigenartig, weil man denkt, doch, als Händler musst du doch wissen, was als nächstes passiert. Nein, ich weiß es genauso wenig wie alle anderen Menschen auch. Und wenn hier jetzt irgendein Fettmitglied irgendeine Aussicht gestellt hat, dann wäre der Kurs gedreht und wäre ausgestoppt worden. Ja, das kann ich genauso wenig vorhersehen wie alle anderen. Viele sagen auch, ja, aber die fundamentalen Sachen sind doch die, die den Markt bewegen. Ja, aber die weiß ich halt immer erst im Nachhinein. Ich kann nur aufgrund dieser Entscheidungen, die die Marktteilnehmer fällen, sagen, ist dieser Trade statistisch lohnenswert oder ist es nicht? Das kann man in gewisser Weise auswerten. Und alles andere ist dann, ja, mach halt ein paar Mal. Ja, also das ist ganz wichtig. Nicht dann in Freude zu drehen oder aber in Trauer aus, wenn es dann mal in die andere Richtung geht. So, ich habe noch ein paar Wünsche von euch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Obwohl, so viel Zeit ist es nicht mehr. Ich muss gleich nochmal zu dem Stop was sagen, was ich da gerade gesagt habe. Genau, ob Wumms oder Bums, Hauptsache Spaß ist dabei. Ja, das ist auch wichtig. Ihr müsst Spaß haben beim Traden. Wenn Traden für euch zur Belastung wird, dann macht ihr was falsch. Kein Beruf sollte eine Belastung sein. Also ich finde Traden total tiefenentspannt. Ich muss da auch nicht groß in, also ich bin weder aufgeregt, noch nervös, noch besonders emotional, weil das nächste Ereignis ist ja eh unbekannt für mich. Ich habe keine Ahnung, ob der hoch oder runter geht. Soll er mal machen. Ist ja sein Problem. Mein Problem war, dass ich ihm sage, wie ich die Regeln festlege, wo ich rausgehe und nicht. Das kann er nicht beurteilen. Das kann ich beurteilen. Das klingt ein bisschen eigenartig am Anfang. Ja, aber man ist doch dann, wenn man tradet, dann ist man doch das Opfer, dass man einfach nur kriegt, was man kriegt. Nee, wenn ich trade, bin ich der König, weil ich lege nämlich fest, was ich will. Nämlich mein Stop und mein Target. Also die Aussage ist eine komplett andere. Ich bin kein Opfer an den Märkten. Ich lege fest, wann ich rausfliege. Ich weiß nicht, ob der Markt mich rausholt oder ob er mich drin lässt. Das ist der Teil, den ich nicht beurteilen kann. Aber ich lege ganz klar fest, wo ich meine Entscheidungskriterien mache und sage, das ist meine rote Linie. An der Stelle geht es nicht weiter. So, BASF war nochmal eine Frage. Gucken wir uns das auch nochmal an. Und, oh ja, Euro gegen US-Dollar müssen wir uns unbedingt gleich nochmal angucken, sehe ich hier. BlackBerry können wir auch nochmal schnell drüber gucken. Keine Frage. So, dann hier BASF. Heute haben wir viele Einzeltitel. Ist auch mal schön. Ist auch nicht so schlecht. Ich lege es mal fest, ich finde es tendenziell doof. Wie das jetzt? Das ist doch gar nicht so schlecht. Ja, ich finde es aber trotzdem doof. Die Abwärtsseite, korrektiv, yep. Eher würde ich also die Long-Seite nehmen. Keine Frage. Eher, vorsichtig, das ist keine Empfehlung, das ist nur eher die Long-Seite in dem Fall. Kein Ding. Vorher war es auch einigermaßen steil hoch, auch den Teil finde ich gut. Hier hat man eine Korrektur, solange wir hier überlappungsfrei sind, das heißt, der drüber bleibt, ist alles auch nochmal safe. Hier vorne sind wir latent dreiwellig. Das wirft schon mal eine Frage aus, was ist denn das dann da hinten? Aber egal wie, selbst wenn wir hier mit dem Augen zudrücken und sagen, naja, ist ja doch noch was anderes, wir reden hier über eine fünfte Welle. Das ist nicht die erste Korrektur in der Bewegung. Das ist irgendwas mittendrin. Das heißt, was immer hier startet, steht in der Gefahr, darüber zu verhungern. Wer jetzt sagt, naja, das ist mir egal, weil diese Strecke reicht mir, dann ist alles safe. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, haha, Rüdiger, du hast ja keine Ahnung, ich trade hier die, dann kommt hier wackelig runter. Und das ist meine Erwartungshaltung. Super. Spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, das kann man ohne weiteres machen. Aber ihr müsst damit rechnen, dass diese Bewegung, die so weit schon gelaufen ist, wenn ihr sowas habt und sagt, Mensch, das ist doch schon eine tolle Bewegung. Guckt mal, habt ihr große Korrekturen. Hier ist eine große Korrektur. Hier ist eine kleine Korrektur und hier ist auch eine kleine Korrektur. Das ist schon mal verdächtig, dass dreiwellig hier vorne, dreiwellig hier. Das geht schon eigentlich nicht in der Haupttrendrichtung. Weil Haupttrendrichtungen sind Fünferwellen normalerweise. Ja, man kann sich immer mal irren. Das war richtig hier. So, also ihr seht das hier. Große Korrektur, kleine Korrektur, kleine Korrektur, kleine Korrektur, kleine Korrektur. So, ja. Also immer so Fünfer-Einheiten. Jetzt kann man sagen,
Aber egal wie, das wäre immer das Ende einer solchen Geschichte. Typischerweise immer ist so eine Sache, aber so sieht es halt in einem klassischen Chartverlauf dann eher aus. Und dementsprechend würde ich sagen, nicht mehr ein wunderbarer Einstieg, wenn du hier was im Kleinen findest, super. Aber im Großen finde ich BRS im Moment nicht so super. So, machen wir mal als nächstes nochmal BlackBerry und dann nochmal Euro, hattet ihr euch gewünscht. Nikkei müssen wir unbedingt angucken. Nikkei ist nämlich crazy im Moment. Was haben wir gesagt? BlackBerry. Black. Ich weiß gar nicht, das Kürzel von BlackBerry. Black. Kann sein, dass BlackBerry hier gar nicht drin ist, weil BlackBerry ja auch zu den GameStop-Aktien gehört. BlackRock, BlackBerry, da ist es doch. Da hinzufügen. Ihr seht das, der Verlauf ist hier so ein bisschen spiky, weil das hier auch zu den Reddit-Aktien gehört, also die vorher gehypt wurden, Short-Selling, also Short-Squeeze, dann hatten der Kurs nach oben dann gegangen ist. Das macht den Kursverlauf immer so ein bisschen eigenartig. Gut, streng genommen kann man sagen, wackelig nach unten. Seht ihr? Viele Abwärtsbewegungen mit Kursüberschneidung. Trigger vielleicht hier long oder vielleicht da, war ja zumindest mal jetzt nicht ganz schlecht. Ich finde den im Tageschart eher doof. Ich würde da jetzt nichts tun an der Stelle. Wenn, dann würde ich hier jetzt eher sagen, im kürzeren Chart, da müsste man sich das mal angucken, wie das Bild aussieht. Ist das eine Schubbewegung nach oben? Tendenziell ja, eher wackelig nach unten. Also ja, das wäre vielleicht ein möglicher Trigger, hier oben nochmal long zu gehen. Im Sinne von hier 1, 2, 3, 4, 5, hier hinten so eine Ending-Situation und dann hier eine A, B, C. Ich würde aber auf jeden Fall auf diesen Trigger hier warten. Warum? Weil es sein kann, dass dieser vermutete Fünfweller, den wir hier haben, nicht die erste Welle eines Impulses oder Zigzags, sondern dass das die letzte Welle ist eines Flats. Dass wir hier im Prinzip eine A hatten, hier eine B hatten und dann eine C. Wenn ihr jetzt sagt, das sieht aber komisch aus, ja, der Punkt ist tiefer als der. Das ist genau das, was wir vorhin hatten, wo wir darüber gesprochen haben, dass diese Punkte häufig nochmal drunter gehen. Mit diesen Korrekturen haben viele Probleme. Wer diese Korrekturen nicht kennt, wünscht euch das notfalls mal als Spezialthema hier. Wer diese Korrekturen nicht kennt, kennt die Hälfte der Korrekturen nicht. Und das klingt jetzt böse, muss sich natürlich dann entsprechend nicht wundern, wenn er rausfliegt aus dem Markt und sagt, ich verstehe gar nicht, was der da gerade macht. Ja, wenn man sie kennt, ist man trotzdem nicht 100% richtig, aber man hat zumindest mal eine wahnsinnig wichtige Klippe erstmal umschifft. Flat-Korrekturen. ABC hoch, ABC runter, 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Hier ist also das Ende der Abwärtsbewegung. Dann haben wir hier die A. Dann haben wir hier die B. Oh, musstest du jetzt umspringen? Hat er denn jetzt gemacht hier? Na, sorry. Machen wir es mal so hier. Also, das ist die A, das ist die B und das ist die 1, 2, 3, 4, 5, C. Wenn dem so wäre, wäre hier der Beginn der Korrektur, hier das Ende der Korrektur und anschließend setzt sich die vordere Bewegung nochmal fort. Das ist der Grund, warum ich in diesem Fall, wo ich nicht ausschließen kann, dass das eine C-Welle ist, nicht jetzt pauschal hier einfach long gehe, auch der wird schon. Also mindestens, dass ich hier dann so einen Trigger hier nochmal brauche, um dann reinzukommen. Und in diesem Fall scheint mir die Wahrscheinlichkeit dafür eigentlich sogar relativ groß. Denn die Abwärtsbewegung müsste ja idealerweise fünfwellig sein und das ist hier dreiwellig. Wobei man allerdings dazu sagen muss, die ist insgesamt schon ziemlich doof mit den vielen Gegenbewegungen. Ja, weiß ich auch nicht so richtig, was ich von halten soll. Also, aber in dem Fall, wenn frühestens long hier an der Stelle und wenn ich nicht muss, würde ich das sogar auch eher weglassen. Ist mir hier zu tricky, ehrlich gesagt. So, nächster, was hatten wir noch? Haben wir noch ein bisschen Zeit? Ein bisschen Zeit haben wir. Euro haben wir gesagt. Und Nikkei müssen wir unbedingt noch machen. Cool. So, aber jetzt machen wir erstmal Währungen. Majors. Wir haben übrigens viele Währungen, die im Moment spannend sind. Ich zeige euch nur mal ein. Ganz kurz. Achtet mal drauf. Wir haben ganz viele Währungen, die relativ steil nach oben gekommen sind. Das ist im Stundenchart jetzt. Und relativ wackelig auf dem Weg nach unten.
vielleicht ein Trigger hier. Das ist noch nicht mal das schönste Beispiel, weil hier diese Strecke so ein bisschen fraglich ist, wie das hier aufzuteilen ist. Aber ihr seht schon ungefähr, worauf das hinausläuft. Die Chance hier ist eigentlich nicht so schlecht, dass das sich nochmal fortsetzt, zumal der Kurs insgesamt von oben gekommen ist, sehr weit von oben auch noch gekommen ist. Aussie gegen alle möglichen Kollegen könnt ihr mal ausprobieren. Auch Euro gegen Aussie, Aussie gegen Schweizer, Aussie gegen, also die Crossrates auch mit dem. So, aber das war nicht eure Frage. Eure Frage galt ja dem Euro gegen US-Dollar. Und das ist natürlich sehr sinnvoll, dass wir uns das angucken. Das ist auf Tagesbasis nochmal kurz zur Orientierung. Aber ich denke mal, den Teil, den sollten wir uns jetzt mal hier genauer angucken. Den finde ich nämlich nicht so schlecht. Gehen wir mal auf den Intraday-Chart. Gucken wir mal, was Sie hier haben. Und da sind wir auch ein bisschen unsauber, was die Aufwärtsbewegung angeht. Aber wir sind recht typisch in der Korrektur hier eigentlich. Und es ist schon eine Möglichkeit, an der Stelle eine Long-Position einzugehen in der Erwartungshaltung, dass er sich fortsetzt. Es ist für mich ein sogenannter B-Trade. Ton ist weg. Ist der Ton für alle weg oder ist es ein Einzelschicksal? Schreibt mal schnell rein. Ton, Ton, Ton. Hört ihr mich? Oje, oje. Ton, Ton. Ton ist okay. Ah, super. Ton ist okay. Lieben Dank. Ton ist da. Dann kann derjenige weiß dann, okay, es liegt an ihm. Also falls ihr mal Ton weg habt und ich dann nicht so drauf reagiere, ihr seht, glaube ich, ja nicht die Nachrichten, die ihr mir reinschreibt, die seht ihr nicht, gell? Die sehen nur ich, glaube ich. Ihr könnt nicht eure Nachrichten sehen, die jetzt hier eure Kollegen schicken. Das heißt, da müsst ihr notfalls rausgehen und wieder rein oder kurz warten, das gibt's manchmal. Wir teilen ja unsere Trades immer so ABC-mäßig auf. Warum das mit dem ABC? Das ist so ein Güteding. Das heißt, wenn ich mehrere Trades in Auswahl habe, manchmal habe ich nicht genügend Zeit, 5 Trades zu machen. Manchmal habe ich nicht genügend Geld, um 5 Trades. Hier seht ihr eine freie Margin. Gut, das ist ein Demo-Account, da habe ich jetzt nicht so viel Aktivität drauf. Aber so viel freie Margin ist doof. Das bedeutet, dass ich mein Geld ja gar nicht richtig nutze. Ich sollte also bemüht sein, dass die freie Margin möglichst klein ist. Das heißt, dass ich möglichst viele Trades parallel am Laufen habe. So. Aber wenn ich viele schon laufen habe, kann ich eventuell, wenn ich jetzt 3 neue Ideen kriege, habe ich nicht genügend Geld, alle 3 umzusetzen. Also gucke ich, welche von den 3 ist die beste und die setze ich zuerst um. So, und dafür haben wir dieses ABC-Prinzip oder ABCD-Trades machen wir überhaupt nicht. A-Trades ist, wenn alles wunderschön ist. A wäre zum Beispiel vorne, zack, 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 zack und hier zack, zack, zack. Größenverhältnisse, Fibo-mäßig gut, am Ende noch geclustert, alles mustermäßig, würde ich sagen, boah, wie geil, A-Trade. Ja, definitiv machen, wenn ich so einen sehe. A-Trades kommen immer wieder vor, aber sind natürlich tendenziell seltener. B-Trades ist so ähnlich, aber mit kleinen Fehlern. Die Korrektur ist einigermaßen okay hier, wobei man dazu sagen muss, vorsichtig, könnte das nicht auch ein Fünffeller sein, denn wir sind überlappungsfrei, was das angeht, wenn auch knapp. Aber dieses und dieses überschneiden sich nicht. Es wäre denkbar, dass das ein Fünffeller ist. Ja, das heißt, dass hier vielleicht eine ABC kommt und der Kurs anschließend nochmal nach unten. Dann ist der Trigger hier gar nicht so gut. Ja, das nächste ist das hier ein schöner Fünffeller? Dazu können wir mal gucken, wie sind die Gegenbewegungen. Wir hatten hier eine Gegenbewegung, da eine, vielleicht gehören die auch zusammen, hier eine, okay. Wie können wir das dann auflösen, dass das ja ein Fünffeller sein muss? Das kriegen wir vielleicht noch hin, dass wir sagen, eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und dann hier intern 1, 2, 3, 4, 5 und in der Mitte 1, 2, 3, 4, 5. Wäre denkbar. Ist vielleicht ein bisschen komisch, weil der so groß ist im Verhältnis zu der auch. Wäre aber denkbar, dass das hier tatsächlich von da nach da ein Fünffeller ist. Wenn ihr sagt, das ging mir zu schnell, guckt euch die Aufzeichnung nochmal an. Aber guckt einfach mal, was sind so große Segmente? Und dann müsst ihr zuordnen, dass das Fünffeller sind, wenn das eben passt. Passen soll. Ja, also wenn es ein Impuls sein soll. Nikkei vergessen wir nicht, den machen wir noch. Und wenn es 25 Uhr wird. So, also insofern das definitiv. Das würde also gehen. Es ist ein bisschen fraglich, weil hier 2 gleich große so direkt hintereinander. Aber das wäre noch in Ordnung. Ich finde die Abwärtsseite mit dieser und dieser Gegenbewegung überlappungsfrei schlimmer. Weil das sollte ja eigentlich eine Korrektur sein. Und Korrekturen sind immer cool, wenn sie überschneiden. Ja, also insofern, das kann nicht besser als ein B-Trade sein.
weil der nicht ganz so schön an der Stelle ist und der nicht gut ist, ist es ein B-Trade, minus, weil der da noch ist. Kann man noch machen, insbesondere wenn das Chance-Risiko-Verhältnis, das Ziel ist ja ganz weit oben, so noch in Ordnung ist. Aber wir müssen wissen, A, B-Trade, schlechtere Trefferquote wie andere. Ja? Also insofern, ja, ist ein Kann-Trade, aber gibt sicherlich schönere Trades, die wir hier haben können. So, jetzt haben wir gesagt, den Nikkei müssen wir nochmal angucken und dann kommen wir eh nochmal beim Dow vorbei. Der Dow, ich sehe das schon so halbwegs hier aus den Augenwinkeln, ist auch im Moment jetzt nicht der Burner. Aber naja gut, was mir beim Dow nicht gefällt und deshalb würde ich auch gar nicht jetzt mal am Stop rumzufummeln. Ich hätte es schick gefunden, wenn der Dow das macht. Dann hätte ich gesagt, geil, dann ist er halt hier vielleicht in einer 1, in einer 2, in einer kleinen 1, in einer kleinen 2, dritte Welle, vierte, fünfte, hier in der 3 und so weiter. Aber er ist steil nach oben gegangen. Das heißt, ich finde den Stop zwar jetzt wenig ergiebig, der führt mich da raus, wo ich reingekommen bin, aber wenn er wackelig gegangen wäre, hätte ich gesagt, dann gebe ich ihm notfalls den Platz noch. Er kommt aber steil hoch. Das heißt, jetzt besteht ja die Chance, dass wir Schub hoch, wackelig runter und dann nochmal so und dann werde ich ja eh ausgestoppt. Dann will ich ihn auch nicht mehr haben. Insofern, ich habe jetzt einen Free Lunch sozusagen. Entweder er macht mir hier einen Gewinn, crazy cool, oder er holt mich raus, dann ist ein Nuller-Ergebnis, auch wurscht. Ja, kann man nicht viel falsch machen mit der Geschichte. So, Nikkei ist im Moment wirklich spannend. Liegt ein bisschen was, es gab ein, zwei Leute, die haben fundamental was auch gefragt und gesagt, Mensch, hier, fundamentale Analyse, machst du das? Nee, mache ich nicht. Und zwar nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil letztlich die Marktteilnehmer entscheiden, wie der Markt im Moment eben aufzufassen ist. Ja, an den Taten sollt ihr sie erkennen und nicht an den Worten. Und das ist eben das, wie die Marktteilnehmer das tun. Und die Marktteilnehmer haben ganz klar gesagt, starke Aufwärtsbewegung. Und diese Bewegung ist klasse, weil erstens mal, sie hat Zwischenhochs, einen sehr aggressiven Einstieg hier, einen etwas weniger aggressiven Einstieg hier. Sie hat den Trendkanal verlassen. Und sie ist nicht nur stark gestiegen, sondern es ist ein richtiger Impuls, eine richtige Impulsbewegung. So, und wie geil diese Impulsbewegung ist, das sehen wir sogar noch besser, wenn wir hier auf eine kleinere Zeitebene raufgehen. Da ist so viel Leerstück dabei. So viel Zeit muss jetzt noch sein. Zack, wackelig, schöner Schub, wackelig. Und jetzt hier hinten, Kursüberschneidung. Das ist etwas, was typisch am Ende einer Aufwärtsbewegung ist. Das heißt, ich mache es nochmal weg. Dieses Ding sieht endingmäßig aus. Wir haben Rücksetzer in Trendrichtung, also wir laufen nur in Trendrichtung, sieht aber sehr korrektiv aus hier schon. Das ist häufig am Ende einer Aufwärtsbewegung. Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass wir hier eine 1, eine 2, eine 3, eine 4 und eine 5 haben. Wer also schon long war, weil er hier aggressiv rein ist. Oder hier ist doch geiler, 1, 2, 3, 4, 5, dann A, B, C runter, da bin ich hier schon long gegangen oder wo auch immer. Herzlichen Glückwunsch. Das allerdings sollte ein Warnzeichen sein. Das ist keine Garantie, dass der Kurs jetzt fällt. Der Dow hat das schon, der Nikkei hat das schon mal anders hingekriegt. Aber ich sage mal, spätestens wenn wir da durch sind, dann ist das hier ein Ziel, beziehungsweise die Fibonacci. Jetzt kann man sagen, ja gut, ich bin long, ich kann das auch aussitzen. Ja, wenn er hier wackelig runterkommt, dann bin ich sowas von überzeugt, dass er eh nochmal weiter nach oben kommt. Also wenn die nächste Abwärtsbewegung einfach hier Zeit killen ist, ein bisschen Höhe, denkt an dieses Niveau. Das ist sehr häufig ein relevantes Niveau. Und denkt von mir aus sehr gerne an, da ist da, Korrektur à la Fibonacci. Guck, ich habe ja schon intuitiv die 38er ziemlich pünktlich getroffen. Also da ungefähr bis dahin läuft, in die Nähe zumindest dahin oder in diese Zone rein, crazy cool. Wackelig runter. Wer diese Bewegung bisher verpasst hat, warte auf diesen Rücksetzer, um dann nochmal einzusteigen. Kriegen es nochmal günstiger und wir haben eine zusätzliche Bestätigung, dass das hier abwärts eine Korrektur ist. Wenn der Sauhund, ich sage das jetzt mal böse, weil manchmal ist es so, manchmal denkst du wirklich, was habt ihr da vor? Ihr seid doch total bekloppt. So, warte mal, jetzt machen wir das mal weg, dieses Ding. Wenn der jetzt so runterkommt, dann erstmal abwarten. Ob er dann so und so und dass man dann hier nochmal einsteigen kann oder ob man dann sagt, nee, das geht sowieso nochmal weiter. Ja,
ihr seht, das Prinzip ist immer das gleiche. Es ist nichts Außergewöhnliches. Das Schöne ist, hat man es einmal verstanden. Wir haben jetzt ganz viele Märkte. Wir haben Einzelaktien, wir haben Währungen, wir haben Indizes. Wir haben sie im 5-Minuten-Chart, im Tageschart gesehen, im Stundenchart. Es ist immer das Gleiche. Traden ist so schön, weil man verlässlich eben sagen kann, das, was ich einmal mal so erkannt habe, kann ich immer wieder einsetzen. Und das ist meine Idee auch für euch, dass ihr super gerne, wenn ihr jetzt sagt, ach Mensch, das hat mir ein bisschen was gebracht, ich erkenne jetzt etwas besser, worauf er da immer guckt, achtet selber mal darauf. Kommt sehr, sehr gerne nächste Woche wieder. Diese Veranstaltung hier mit XTB, lieben Dank an das Team von XTB, by the way. Aber wenn ihr Spaß habt, wenn ihr Lust habt dazu, kommt wieder 18.30 Uhr. Jeden Dienstag sind wir hier, traden live, gucken uns verschiedene Situationen an und suchen mal Situationen, wo wir rein können und so weiter. Ihr dürft die Themen immer ein bisschen mitbestimmen durch das, was ihr hier schreibt. Und in der Hoffnung, dass euch das dann auch weiterhilft, dafür drücke ich euch die Daumen. Jetzt euch erstmal einen wunderschönen Abend. Viel Spaß nochmal an den Märkten. Toi, 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 bleibt gesund, tradet erfolgreich. Wenn ihr wollt, nächste Woche sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.